meine lieben Bücherfreunde, ich möchte heute ein wenig mit euch über Vorurteile reden. Vielleicht kennt das der ein oder andere Booknerd oder Bücherfreund unter euch auch, dass man bestimmte Sätze hört und man denkt, ja, mach die Schublade mal ganz weit auf und steckt mich rein, aber vielleicht ist es doch nicht so oder vielleicht in manchen Fällen doch. Spaß. Entschuldigt die Kartons im Hintergrund und so ein bisschen Chaos hier drin. Wir sind schon teilweise am Packen und deshalb die Kartons im Hintergrund, nicht wundern. Vorurteil, das ich auch schon öfters gehört habe, ist, als Booknerd oder als Bücherliebhaber hat man ja quasi nur Bücher im Kopf und kann ohne sie gar nicht leben. Puh, ja. Wozu habe ich Lust heute? Eine Runde lesen. Ja. Wo sind die Bücher? Ist das weg? Oh. Die Bücher! Oh. Darf ich sein? Oh, wo sind die Bücher? Ich bleib hier. Hier kann man sie wenigstens noch riechen. Ich bleib hier! Nein! Oh. Man hört ja auch oft, dass Bücherfreunde ja wenig Zeit für andere Dinge in ihrem Kopf haben. Ja, also kann ich jetzt nicht bestätigen, oder? Sarah, wollen wir ein Eis essen gehen? Ja, noch 5 Minuten, okay? Ja, gut. Ja, noch 5 Minuten. Ja, noch 2 Minuten. Sarah, kommst du? Ja. Jetzt aber tschüss. Ein weiteres Vorurteil, Leseratten haben ja auch keinen Sex. Also quasi nie. Knackiges Video, was uns sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Ich hoffe, den einen oder anderen von euch auch. Es ist natürlich mit einem großen, ironischen Lächeln zu sehen und ich hoffe, euch allen geht's gut und vielen Dank fürs Vorbeischauen.